Chavi, das waren sehr schöne Szenen gerade draußen. Es wurde viel gefeiert. Du musstest hoch auf den Zaun klettern. Wie geht's dir Wow. gerade? Ja, heute sicher, wir erinnern diese Tag wieder. Es ist sehr speziell für alles, dich alle hier zu haben, total verdient. Und am Ende ungeschlagen. Wir haben gemacht. Es war eine Ziel für uns nach dem Spiel gegen Bremen. Ein bisschen Rosse zu tun, dieser Erfolg. Und wir haben geschafft. So sehr stolz auf die Mannschaft, sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich mit allen. Die Fans, sie können feiern. Und jetzt müssen wir ein bisschen genießen heute. Morgen erholen, aber heute ja. Xabi, erzähl doch mal, wie das für dich war, als die Fans gesagt haben, du sollst jetzt hoch auf den Zaun. Das ging ja relativ problemlos, aber dann, wie war das für dich dann da in der Menge? Was haben sie dir gesagt? Wie war das für dich? Na, ich konnte sehen von kurz in der Nähe von die Fans von dieser Kurve, dass sie uns unterstützen, uns die ganze Saison hier. Sie geben uns große Energie im wichtigen Moment. So, ja, es ist ein Moment zu teilen mit den Fans in der Kurve. Sie sind sehr emotional, sie sind sehr, 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 sehr passioniert. Sie haben Leidenschaft. So, ja, war schon. Und ja, es ist ein wichtiger Tag für den Verein, für alle. Wir müssen sehr stolz sein, was wir haben erreicht, diese Saison. Die Weg und die Art und Weise, wie wir haben gespielt. Und es ist total verdient, 19 Punkte, ungeschlagen. Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit zu Bali, diese große Bundesliga. Nicht die erste, aber die erste sehr große Bundesliga. Christian Krämer vom Kölner Stadt-Anzeiger, bitte. Ja, auch Glückwunsch von mir, Herr Alonso. Sie hatten vor 10 Jahren oder vor einigen Jahren als Spieler die Meisterschale in der Hand, jetzt als Trainer. Was ist der größte Ja, Unterschied? es gibt einen großen Unterschied. Ich fühle mich nicht für mich, ich fühle für alles. Es ist, I care für die Spieler. Ich will, dass sie genießen diesen Moment, sie verdienen, der Einsatz war sehr groß, von August gegen Leipzig bis heute. Jeden Spiel gut vorbereitet, mit gut Fokus, keine schlecht Spiel komplett, vielleicht eine Halbzeit, aber mit guter Reaktion. Und das zu tun, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. So, es war das erste Mal in Bundesliga. Und sehr stolz, das ist mein Gefühl, sehr stolz. Und wir sind in der Bundesliga-Geschichte. Diese Mannschaft ist in Bundesliga-Geschichte mit in Golden. Philipp Ahrens nochmal bitte. Weißt du noch, wann das letzte Mal ein Spiel verloren hast? Das war ja in deiner Heimat, in San Ja, Sebastian. ich weiß. Ja, Die erste zwei gegen Padebo und Real Sociedad in der Präsession. Ja, ich erinnere. und jetzt danach so viele Spiele. Kannst du das manchmal glauben? Glaubst du das wirklich, dass das passiert ist? Oder ist das manchmal auch ein Ich bisschen surreal? glaube, aber ich brauche mehr Zeit. Und jetzt, wir haben nicht so viel Zeit, weil von morgen habe ich schon vorbereitet, aber von morgen wir haben nächste große Schritt, nächste große Ziel zu kämpfen, zu besuchen, sicher. Nächste Woche ist unique, was wir die Möglichkeit dann wir haben. So, ja, es gibt zu viele Emotionen in eine, für alle, für die Spieler, für alle, und es ist nicht einfach zu erklären, alle. Holger Schmidt, bitte, von der DPA. Ja, Schabi, jetzt waren die Bayern 11-mal hintereinander Meister. Die Serie hat angefangen, als du da noch gespielt hast. Und man hat immer gesagt, irgendwann werden sie mal ein schlechtes Jahr haben und dann muss einer da sein. Jetzt haben die Bayern sogar einen Punkt mehr geholt als letztes Jahr und ihr seid 18 Punkte vor. Wertet das diese Meisterschaft nochmal enorm auf, dass ihr das wirklich aus eigener Stärke geschafft habt und nicht, weil irgendjemand anders schlecht Ja, war? wir waren sehr stark, waren die Saison 90 Punkte zu erreichen. Ich glaube, dass der Rekord ist
91. So wir wären in der Nähe, aber ungeschlagen zu bleiben, glaube ich, ist besser. So ja, wir sind sehr stolz und es ist eine exceptional Saison, was wir haben gemacht. Nicht nur in Deutschland, glaube ich auch in Europa. Zum Beispiel in Spanien, es gab keine. Wir erinnern die Invincibles in der Premier League, auch die Juventus in Calcio. So ja, wir verdienen diese Teil und diese Geschichte, diese Teil von der Geschichte in Europa im Fußball. So ja, in 20 Jahren wir sehen zurück und wir waren da, wenn noch eine Bundesliga-Mannschaft macht wieder das. Noch schnell anhängen, ärgert dich das ein bisschen mit den 91 oder ist das egal? Nein, ich habe genug. I'm not that greedy. Philipp Ahrens nochmal. Schabi, 19 Minuten und 4 waren gespielt und auf einmal war es im Stadion ganz leise. Ihr wusstet ja, was passiert. Ja. Wie hast du das persönlich aufgenommen? Weil das Stadion war ja wie ein Kessel und auf einmal war es ganz still. War zu sagen Respekt, war speziell. Heute, es gab viele Runden speziell zu haben, das Spiel und ja, diese Minute. Man konnte fühlen, was passiert, aber es bedeutet, war sehr groß. So war gut, dass wir haben das gezeigt und dass wir zeigen Respekt, dass für die vielen Leute, das sind hier. Frank Laschet bitte von Radio Leverkusen. Schabi, erstmal herzlichen Glückwunsch jetzt Dankeschön. Zur Meisterschaft. Robert Andrich hat mir gerade erzählt, er wird sich für zu Hause eine Replika der Meisterschale anfertigen lassen, weil das was ganz Besonderes ist. Wirst du das auch tun oder hast du schon genug Schalen zu Hause? Ich habe einige, ich habe die Replika auch, aber ich will ein mehr, natürlich. Ich verdiene es auch. Wir verdienen. Ja. Die erste wie Coach. So, es gibt in einem Kabinett, in einem anderen Kabinett.